Hallöchen, ihr Hobbydetektive da draußen. Wir sind zurück bei Unterwegs in Düsterburg, Part 17. Und jetzt wollen wir herausfinden, wer das unserem Freund und Kampfgefährten angetan hat. Der mysteriöse Mann mit dem blauen Haaren, der auf unserer Seite stand, der uns in den Reigen der Widerstandskämpfer einführen wollte und auf mysteriöse Weise verstorben ist, beziehungsweise ermordet ist. Alle Beweise deuten auf unsere Kampfgefährtin Libra hin, doch sind wir mal ehrlich, das holde Fräulein würde doch nie jemanden töten, oder? Und als erstes untersuchen wir mal den Tatort. Die Leiche ist fort, aber diese Blutspur war davor noch nicht da. Hier endet die Blutspur. Sieht fast so aus, als hätte jemand die Leiche in die Kanalisation geschafft. Merkwürdig, der Gullideckel kann nicht geöffnet werden. Er ist von unten festgekettet. Das ist in der Tat interessant. Da wir hier nichts weiter finden können, es sei denn die Statue verrät uns, was hier passiert ist, aber selbst das könnte sie nicht, weil sie in die völlig bescheuerte und falsche Richtung guckt. Mensch, Tussi, nicht mal auf dich kann man sich verlassen. Müssen wir jetzt mal anfangen, die Zeugen zu befragen? Und zwar, der Wirt Darion hat ja die, sag ich mal, belastende Aussage. Ich wollte es gerade sagen, die Herrschaften kennen wir doch. Was sind denn das für zwei Kerle? Die habe ich ja hier noch nie gesehen. Lass uns hier abhauen, Dante. Mir ist es hier nicht ganz geheuer und Artefakte finden wir hier sicher auch nicht. Reg dich ab, Junge. Die Leute hier sind völlig deprimiert und sitzen nur auf ihren Reichtümern rum. Ideale Bedingungen, um ein paar lukrative Geschäfte zu machen. Um die kümmern wir uns später. Die machen wir hier mit ihrer komischen, Laissez-faire-Musik die ganze Atmosphäre kaputt. Moment. So, das kriegen wir wieder hin. Sehr schön. Und genau, jetzt muss ich mich erstmal wieder einfinden. Knallköpfe, echt, können die niemand anders kommen? Auf jeden Fall, die belastende Aussage hat ja der Wirt Darion gegenüber unserer Libra gemacht und dann wollen wir ihn nochmal zur Rede stellen. Weiß ich nicht, hier so ein paar Stühle verdreschen, hier den Tisch umschubsen, hier der ein paar klatschen. Gefällt dir die Musik nicht? Nein, und meine Liebste liegt im Knast wegen dir. Die liegt im Knast? Okay. Bitte etwas verwegener. Das ist nicht verwegen. Können wir hier ein bisschen was Dramatisches haben? Ich will hier gleich den Darion mal zur Rede stellen. Was gefällt dir denn? Ah, das ist das Standardding. Moment, dann schwungvoller. Okay, Legend of Zelda von mir aus. Die Musik wird hier nicht besser. Okay, dann werden wir halt zu dieser äußerst dramatischen Musik den Darion mal befragen. Oh Gott, ist das lächerlich. Ich fühle mich irgendwie nicht ernst genommen. Darius! Moment, kleinen Moment, Darius, ich komme nochmal rein. Darius! Hauptmann Tarant Al-Run hat mir erzählt, ihr hättet den Mord an Lassalantin bei ihm angezeigt. Wie bitte? Nein, da müsst ihr euch irren. Ich habe selbst erst vor einer halben Stunde davon erfahren. Wie bitte? Aber unsere Gefährtin Libra sitzt aufgrund eurer Aussage hinter Gittern. Entschuldigt bitte, ihr scheint mich nicht verstanden zu haben. Ich habe keine derartige Aussage gemacht. Das ist ausgesprochen sonderbar. Ja, ich verstehe das nicht. Entweder lügt Darion oder der Hauptmann. Oder jemand, der wie Herr Darion aussah, hat uns angezeigt. Weißt du, jetzt auf einmal kann der alte Herr wieder spekulieren. Als ich den Tatort untersucht habe, beim lieben Lassalantin, weiß ich nicht, um mir so Dinge gemacht habe, wie die Wunde hätte zugefügt werden können, da hier immer... Ja, das sind nur Spekulationen. Aber jetzt ja die größten Spekulationen selber raushauen. Gut. Aber wer könnte ein Interesse daran haben, uns hinter Gitter zu sehen? Ich meine, außer Fürst Wahnfried. Ah, und wenn der Gute dahinter steckt, am Anfang dieses Kapitels hat er ja so einen roten Dämon instruiert. Den haben wir hier noch nicht zu Gesicht bekommen. Tja, ansonsten müsste man jetzt tatsächlich alle Häuser hier abklappern und ein wenig... auf Suche gehen, wer jetzt hier was gesehen hat und wer was nicht gesehen hat. Aber wir möchten das Ganze ein bisschen abkürzen. Vor allem, da ich ja so grob weiß, was wir jetzt als nächstes tun müssen. Aber ich würde gern nochmal mit dem Priester reden. Mal schauen, ob er uns jetzt empfängt.
Wir untersuchen den Mord an La Salantin. Habt ihr bereits davon gehört? Die ganze Stadt spricht von nichts anderem. Vater Medarius, ihr erinnert euch doch sicher, dass ihr uns vor kurzem noch vor die Tür gesetzt habt. Könnt ihr uns erklären, warum? Ja, es ist merkwürdig. Da war eine unheilige Präsenz, eine unaussprechliche Schlechtigkeit, die von euch ausging. Aber dieses Gefühl ist jetzt verschwunden. Ihr führt nichts Böses im Schilde, das spüre ich. Könnte es sein, dass wir von einem bösen Wesen begleitet wurden, das jetzt nicht mehr mit uns zusammen ist? Ja, das wäre eine Erklärung, aber leider kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Die Götter erklären die Ahnungen nicht, die sie mir zukommen lassen. Vater Medarius, ihr seid ein weiser Mann, von den Göttern mit besonderen Gaben gesegnet. Können sie uns in irgendeiner Form helfen? Wisst ihr oder eher fühlt ihr etwas, was uns der Lösung ein Stück näher bringt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe die vage Ahnung, dass eure Anwesenheit in Düsterburg der Grund für das Verbrechen ist. Jemand versucht euch zu vernichten, der Mord war nur der erste Schritt, weitere werden folgen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet Erfolg bei euren Nachforschungen. Wie kann Vater Medarius euch helfen? Derzeit leider gar nicht, Vater Medarius. Wir wollten nur mal guten Tag sagen. Gut. Also wissen wir jetzt von Vater Medarius, dass wir jemanden dabei hatten, der, sagen wir mal so, ein Wolf im Schafpelz war. Jetzt ist aber die Frage. Dankwart und Grandy scheiden aus. Also, wer ist es? Ist es unsere Libra, die vielleicht die ganze Zeit ein falsches Spiel gespielt hat? Oder ist Ron Carly Tiparoli alias Alex der Standardheld aus dem RPG Maker 2000 und 2003 vielleicht das falsche Wiesel? Wir werden sehen. Aber jetzt haben wir hier ja noch zwei Häuschen rumstehen neben dem Tatort. Vielleicht haben die Herrschaften ja was gesehen. Werta, könnt ihr uns irgendwie weiterhelfen? Ein Mann ist letzte Nacht ermordet worden und man versucht, uns die Tat anzuhängen. Das ist ja eine fürchterliche Sache. Was kann ich tun, um euch zu helfen? Habt ihr vielleicht letzte Nacht irgendetwas gesehen oder gehört, was uns helfen könnte? Nein, leider nicht. Mein Mann und ich haben tief und fest geschlafen. Oh, verdammt. Huldiger, ihr habt doch sicher von dem Mord gehört, den man uns anhängen will. Könnt ihr etwas dazu sagen? Ich glaube fest an eure Unschuld, Herr Dankwart, aber leider haben meine Frau und ich zur fraglichen Zeit geschlafen. Okay. Na gut, der alte Sack, er kann ja nicht einmal hier den Heuhaufen von seinem eigenen Enkel unterscheiden, aber vielleicht. Guten Tag, guter Mann. Wir sind auf der Suche nach eurem Sohn, Ron Carlo. Wisst ihr, wo er steckt? Es tut mir leid, aber er hat sich seit gestern nicht mehr hier blicken lassen. Ist euch letzte Nacht vielleicht irgendetwas aufgefallen? Ein Mann wurde ermordet. Ja, ich weiß, der junge La Salantin. Aber ich muss euch enttäuschen, junger Herr. Wisst ihr, ich höre so schlecht. Vielleicht hat der was gesehen. Hey Junge, wir suchen deinen Bruder, Ron Carly Tiparoli. Hast du ihn vielleicht in der letzten Zeit gesehen? Nein. Kurz und prägnant, der Gute verschwendet keine Zeit. Sehr lobenswert in der heutigen Arbeitsgesellschaft. Gut, dann schauen wir uns hier mal um. Na komm, eine Wirtin, die muss das doch. Der hat doch den ganzen Tag nichts zu tun, außer hinter ihrem Tresen zu stehen. Die muss doch was wissen. Selbstironie in eigener Sache, kann ich nur sagen. Letzte Nacht ist da draußen ein Mann ermordet worden. Habt ihr vielleicht etwas davon mitbekommen? Natürlich, ihr seid doch die Leute, die deswegen verhaftet wurden. Ich habe es genau gesehen. Glaubt uns bitte, wir haben nichts damit zu tun, sonst hätte uns der Hauptmann wohl kaum wieder freigelassen. Ihr beide vielleicht nicht, aber das Mädchen, das mit euch unterwegs war, ich habe sie gesehen, letzte Nacht. Wie sie den armen La Salantin umgebracht hat, sie ist eine Dämonenbuhle, so viel ist sicher. Ihr habt sie auch gesehen? Klar und deutlich, ich vernahm ein Geräusch und blickte aus dem Fenster und da konnte ich sie sehen. Was genau konntet ihr sehen? Sie schleifte den jungen La Salantin über die Straße, alles war voller Blut, bei den Göttern und ihre Hände. Was war mit ihren Händen? Aus ihren Fingern wuchsen lange, sichelförmige Klauen. Sicher eine Elle lang, von denen tropfte auch Blut. Und dann drehte sie sich zu dem Fenster um, durch das ich sie beobachtete, und grinste mich voller Bosheit an. Ich habe schnell die Vorhänge zugezogen und die Vordertür abgeschlossen. Warum habt ihr nicht sofort die Wache verständigt? Habt ihr denn nicht zugehört? Das Dämonenweib hatte mich doch entdeckt. Ich fürchtete, dass sie mir da draußen auflauern würde. Ach so, natürlich. Vielen Dank für eure Hilfe. Sache mit den Krallen, das passt zu den Wunden, die dem jungen La Salantin beigebracht wurden. Fangt ihr jetzt auch damit an, Dankwart? Ihr glaubt doch nicht auch, dass Libra... Nein, junger Freund, ich glaube nicht, dass Fräulein Libra für die Tat verantwortlich ist. Aber ich kann es auch nicht mit Sicherheit ausschließen. Nein, nicht Libra, das wüsste ich, wenn sie eine Art Dämon wäre, meine Erinnerung, Dankwart. Ich weiß, was ihr meint. Ihr sagt, ihr wart früher ein Paar.
Aber bedenkt bitte zwei Dinge, Grandy. Könnt ihr euch an irgendetwas erinnern, das was beweisen würde, dass eure Libra nicht früher schon eine Kreatur der Finsternis war? Oder zweitens, wenn Libra wirklich nicht die ist, die sie zu sein scheint, wäre es nicht auch möglich, dass sie eure Erinnerung manipuliert hat? Dass alles, woran ihr euch zu erinnern glaubt, nur eine Vision ist, die Libra euch eingeimpft hat? Dankwart, das könnt ihr doch nicht allen Ernstes glauben. Wie gesagt, ich glaube es nicht, aber wir müssen alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ja, Dankwart, ich verstehe, was ihr meint, aber wenn ich mir vorstelle, dass alles, woran ich mich erinnern kann, eine Lüge ist... Beruhigt euch, Freund Grandy, solange ihr keine Gewissheit habt, sollt ihr euch nicht mit solchen Gedanken plagen. Das war ziemlich harter Tobak. Also die Aussage der Wirtin, also der Innenbetreiberin, war ja schon recht eindeutig. Jetzt ist aber die Frage, was mich ein bisschen verwundert, warum uns der Hauptmann erzählt, dass es der Darius gewesen ist, wenn eigentlich die Wirtin vom Innen diese Aussage getan hat. Da würde ich doch direkt nochmal zum herzallerliebsten Tarant Al-Run zurückkehren und die Sache mal nachfragen. Das macht mir ein bisschen Sorge. Hey, Kollege. Es liegt auf der Hand, dass der Mörder irgendein dämonisches Wesen sein muss. Sowas muss man doch nachweisen können. Kann schon sein. An eurer Stelle würde ich mich mit diesem Anliegen mal an Vater Medarius wenden. Aha. Sehr gut, sehr gut. Vater Medarius. Dann können wir vielleicht zumindest beweisen oder vielleicht auch herausfinden, ob Libra nun ein teuflisch bösartiges Wesen ist oder nicht. Ein Versuch ist es immerhin wert. Was meinst du? Vater Medarius, jetzt brauchen wir euch. Ich hoffe, ihr hattet Erfolg bei euren Nachforschungen. Wie kann Vater Medarius euch helfen? Wenn ein Mensch von einem Dämon oder so besessen wäre, könntet ihr das herausfinden? Ich würde die Präsenz des Bösen spüren, ja? Wir vermuten, dass unsere Gefährtin Libra möglicherweise Opfer eines Dämons wurde, der ihren Körper benutzte, um Lassalantin zu töten. Wenn der Dämon den Körper noch nicht allzu lange verlassen hat, sollte ich in der Lage sein, seine Präsenz wahrzunehmen. Würdet ihr vielleicht mit uns ins Gefängnis kommen, um eure Freundin einem Test zu unterziehen? Natürlich! Lasst uns ein! Ich habe hier sonst nichts zu tun! Meine Güte, der Gulasch, der kocht doch schon seit 10 Jahren! Endlich ist ja mal was los! Entschuldigung, ich kann mir das nur beim Priester sehr gut vorstellen. Nein, ich spüre nichts Böses an dieser Frau. Hauptmann Al-Run, ich bin mir absolut sicher, dass sie nicht von bösen Mächten beherrscht wird. Darüber hinaus glaube ich auch nicht, dass ein Wesen mit einer Aura so rein wie ihre in der Lage wäre, einen Mord zu begehen. Also aus meiner Erfahrung kann ich berichten, dass sie mit Gammeldrachen nicht gerade zimperlich umgeht. Grandy, deine blöden Witze sind hier gerade ziemlich fehl am Platz. Ich respektiere euren Glauben, ebenso wie eure Ahnung, Vater Medarius. Aber leider muss ich mich vorerst an die Fakten halten. Das Wort ignorieren wir einfach, okay? Grant, ich hoffe, dass ich euch wenigstens einen kleinen Schritt weiterbringen konnte. Danke, Vater Medarius. Wenigstens wissen wir jetzt, dass kein böser Dämon in Libras Brust schlummert. Was zum einen schon eine ziemlich gute Sache ist. Wenn ihr mich noch einmal brauchen solltet, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Mögen die Götter euch beschützen. Ich werde mich dann wieder an meine Arbeit machen. Lasst den Kopf nicht so hängen, Grandy. Auch wenn es sich eben nicht so angehört haben mag, ich glaube inzwischen auch nicht mehr an die Schuld eurer Gefährtin. Wenn ihr etwas braucht, ihr findet mich in meiner Schreibstube. Das hat uns leider auch nicht viel weitergebracht, Dankwart. Grämt euch nicht, junger Freund. Wir sind dabei, eine Möglichkeit nach der anderen auszuklammern. Wenn am Ende nur noch eine Möglichkeit übrig ist, muss es sich dabei zwangsläufig um die Lösung handeln. Es wäre nett, wenn ihr euch damit ein bisschen beeilen würdet. Hier ist es feucht und zügig und das Essen... Bitte, Libra, wir tun doch alles, was in unserer Macht steht. Meine Güte. Dabidabdab. Gut, dann machen wir mal einen kleinen Zwischenspeicherpunkt. Schauen wir mal auf die Uhr, wie es aussieht. Na, ein bisschen Zeit haben wir noch. Gut. Dann wissen wir zumindest, dass Libra nicht das falsche Wiesel ist. Aber dann bleibt ja nur noch einer übrig. Und zwar der, der seit dem Mord verschwunden ist. Der gute Ron Carlo Tiparoli. Hey, und die sind schon wieder weg? Okay, verdammt, ich glaube, ich habe hier die Zeit verpasst, sie anzusprechen. Ja gut, aber, eine Quest war, glaube ich, damit nicht verbunden mit den beiden.
Wir werden sie auf jeden Fall nochmal wieder treffen, das auf jeden Fall. Randy, Dankwart, wartet mal einen Moment. Giancarlo, da bist du ja endlich wieder. War deine Jagd erfolgreich? Hey, Grandy, für wen hältst du mich? Ich habe den Burschen gejagt und überwacht und jetzt habe ich die Beweise für unsere Unschuld. Tatsächlich? Erzähl, wer war es? Es waren zwei Fremde vom Herzog gedungene Mörder. Vielleicht sind sie euch auch schon aufgefallen. Ein junger Schnösel namens Dante und sein trotteliger Kumpan, ein Wolfsmensch. Wie dem auch sei, ich hatte ja keine Beweise, also habe ich die beiden beschattet. Sie sind im Gasthaus abgestiegen. Als beide schliefen, habe ich mich in den Schlafsaal geschlichen und ihre Rucksäcke durchsucht. Da fand ich den Beweis. Was war das für ein Beweis? Lassalantins Kopf. Die Schweine haben ihn im Schädel abgehackt, um beim Herzog einen Beweis für ihre Tat zu haben. Das ist ja abartig. Aber das wird ihnen jetzt ihren Kopf kosten. Ich habe das Beweisstück bei meinem Vater deponiert. Ich gehe kurz rüber und hole ihn. Wartet zu lange hier. Ohne den Kopf möchte ich nicht mit euch zusammen von der Wache erwischt werden. Ich frage mich gerade, was das über uns aussagt, wenn wir mit zu Taran al-Run gehen, mit einem abgeschlagenen Kopf von Lassalantin und ihm ihn unter die Nase halten und sagen, ja, den haben wir da und da gefunden, das sind die Mörder. Da könnte ja jeder kommen. Da kann ich ja jetzt auch, was weiß ich, ihr wisst schon, was ich meine, das macht keinen Sinn, das würde uns der Hauptmann auch nicht glauben. Aber wie gesagt, ein gesundes Misstrauen gegenüber dem guten Giancarlo ist ja anzubringen. Vor allem, wir waren ja schon bei seinem Vater und ganz ehrlich, im blutigen Schädel hätte man in der Wohnung sehen müssen. Mit dem Haufen Stroh und da ist ja nicht viel, also das Blut hätte man schon sehen müssen. Und ich finde es nicht gut, auf ihn warten zu müssen. Die Sache hört sich irgendwie merkwürdig an. Was meint ihr, Dankwart? Die Geschichte hat so viele Löcher wie einen Königsberger Käse. Lasst uns Giancarlo folgen, um zu sehen, wohin er sich wendet. So. Moment, nochmal speichern. Wir hätten an dieser Stelle auch auf ihn warten können, tatsächlich, aber irgendwann wären dann die Wachen vorbeigekommen und wir hätten uns durchprügeln müssen. Zumindest geht er in die richtige Richtung. Er hat sich in die Kanalisation verdrückt. Hinterher! Gut. Was jetzt aber ein bisschen blöd wäre, zu zweit gegen den Super Special Awesome Gegner zu kämpfen und an dieser Moment habe ich die richtige Ausstattung. Ja, hab ich. Dann wollen wir uns doch mal kurz ein bisschen Rückendeckung holen. Weil ich find's ja blöd. Außerdem, wenn nur Grandy und Dankwart die Erfahrungspunkte kriegen würden, wär's ja ein bisschen doof. Wie jetzt? Was? Hier, Spitzhacke? Was soll denn der Blödsinn? Das war doch hier. Das war da. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das da war. Oder war das hier hinten? Nee. Ach komm, Freunde, das ist jetzt nicht wahr. Ach, Mann. Ich liebe es, wenn ein Plan nicht funktioniert. Der Durchgang nach oben ist irgendwie verbaut. Ich komme nicht raus. Mann. Ach, nö. Moment, vielleicht kriege ich das noch auf die Reihe. Ich versuche nochmal zu Libra reinzukommen. Vielleicht kriegen wir es doch noch auf die Reihe, die Gutste rauszuholen. Kann ich nochmal mit meiner Liebsten reden, Taran al-Run? Ich muss nochmal in das Gefängnis rein. Sorry, hallo. Wir sind Giancarlo begegnet. Er hat uns einige wilde Geschichten aufgetischt, die mit unserem bisherigen Ergebnis nicht vereinbar sind. Aber worauf wollt ihr hinaus? Na, was glaubt ihr denn? Giancarlo war's. Das liegt doch auf der Hand. Der ist doch nicht ohne Grund seit dem Mord untergetaucht. Natürlich, Grandy, aber wir haben dann noch eine Zeugenaussage. Es war nicht Giancarlo, der gesehen wurde, wie er Lassalantin getötet hat. Nicht so ungut, Grandy, aber ich brauche Beweise. Bringt mir Giancarlo und wir werden sehen, was er zu sagen hat. Ich will nochmal zu meiner Liebsten. Verdammt nochmal, ich will mit Libra kämpfen. Wir könnten sie aus dem Knast holen, aber ich glaube, da hätten wir schon in der früheren Folge feststellen müssen, dass die Wand da hinten porös ist. Dann hätten wir uns jetzt nämlich da von hinten zu ihr durchgraben können. Nazgar, ich muss dir mein Leid klagen. Ich hab gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Ach Mann, ich will mich doch bei dir ausweinen. Na gut, dann halt nicht. Aber ich konnte jetzt auch nicht mit dir reden, oder? Na schade. Mist. Ach. Okay. Schade. Oh, na dann. Ich find's traurig.
Wer schreit denn hier schon wieder? Mensch, da ist doch gar kein Grund dazu, Mädel. Noch einmal probieren? Hör auf, so blöd die Schultern zu zucken, Grandy, verdammt normal. Ist ja zum Kotzen. Na gut, dann gehen wir halt alleine runter. Und folgen den Spuren, wie einst Walner seiner geliebten Aisha gefolgt ist. Kritzeleien an der Wand. Willkommen, Grandy. Heiliger Strohsack, man erwartet uns. Eieieiei. Ja. Puh, ein Haufen fauliger Knochen. Und da liegt er auch. Unser Freund. Und ehemaliger Kampfgefährte. Und dann lasset uns das Spiel hier noch einmal speichern. Und was haben wir denn hier? Aber eins nach dem anderen. Welche dramatische Geschichte sich auch immer hier ereignet haben mag. Lazzalantin, hier steckt seine Leiche also. Aber wer hat sie in diesen Keller geschleppt? Und wo komme ich hier hin? Ah, cool. Jetzt ist das Gitter wenigstens weg. Gut. Aber das finde ich ja höchst interessant. Dankwart, seht ihr das auch? Es ist... Roncarlo Tiparoli. Roncarlo Tiparoli. Ja, das habe ich gerade gesagt, Dankwart. Und grob geschätzt ist er seit mindestens 2 Tagen tot. Wer da? Roncarlo oder etwas, das aussieht wie Roncarlo? Aus welchem Höhlenloch bist du hervorgekrochen, Dämon? Zeig uns deine wahre Gestalt. Das werdet ihr nie erfahren, alter Mann. Ihr seid mir in die Falle gegangen. Ihr werdet nie wieder an die Oberfläche zurückkehren. Ihr seid ein verfluchter Wechselbalg. Zuerst habt ihr euch Roncarlo ermordet und euch dann bei uns eingeschlichen. In der Gestalt Libras habt ihr euch dann mit Lazzalantin getroffen und ihn ermordet. Das war ja ein leichtes für euch. Er ahnte nichts Böses, bis ihr eure Krallen ausgefahren habt. Aber warum habt ihr seine Leiche gestohlen? Euch hätte klar sein müssen, dass ihr damit Aufsehen erregt. Nun, meine Opfer, die sterben nicht einfach. Sie stehen nach ein paar Tagen wieder auf. Etwas vergammelt und dämlich vielleicht. Wäre doch kein schönes Bild, all diese Zombies, die hirnlos und hungrig durch Düsterburg torkeln. Schließlich habe ich erreicht, was ich wollte. Ihr seid hier und ihr werdet diesen Ort nicht wieder verlassen. Und ohne eure Hilfe wird eure Freundin recht bald ihren hübschen Kopf verlieren. Das werden wir zu verhindern wissen, Dämonenbalg. Dann kämpfen wir gegen Roncarlo und die Paroli, alias Wechselbalg, das rote Viech, was wir am Anfang dieses Kapitels gesehen haben. So, dann probieren wir es doch mal mit Standardangriffen und unser lieber Dankwart haut erstmal ein Stoßgebet raus. Ich hasse es, wenn Gegner mit den Muskeln spielen oder sich auspumpen. Hey, wir machen aber gut Damage. Wow. Also finde ich gut. Ja, und der macht übrigens auch gut Damage. Hey. Ey, cool, was war denn das? Aber keine Sorge, er hat eine zweite Form. Ihr habt es tatsächlich geschafft, mich in dieser Gestalt zu besiegen. Ihr seid besser, als ich dachte. Dann trötet mir jetzt in meiner wahren Gestalt entgegen. Och nö. Gestaltwandler greift an. Boah, ein widerlich nach Schwefel stinkender Dämon. Das war also der Roncarlos Kern. Ach, ich mag Dankwart. Ein schönes Zitat, abgewandelt aus Goethes Faust. Im Original ist es... Ah, das war also des Pudels Kern. Aber hey, bedenkt bitte, Granny, dass nur Magie ihm in dieser Gestalt wirklich gefährlich werden kann. Gut, dann probieren wir doch mal meine lang aufgehobenen Feuerkügelchen aus den Einöden. Und der hier macht mal hier so eine Allheilung. Das war hier... Okay. Ich wollte gerade diesen übermäßigen Kauf an Feuerkugel noch irgendwie rechtfertigen, aber gut, dann halt nee. 35 LP, aber da hat er als Roncarlo Tiparoli mehr Damage gemacht. Das verstehe einer. So, und hau drauf, mein Booster. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, wir sind dezent überlevelt, kann das sein? 600 Erfahrungspunkte erhalten, 1793 Taler gefunden, aber auf den Cent genau nachgezählt, lieber Dankwart. Grandy Stufe 24 erreicht.
Fahr zur Hölle, Schweinebacke! Roncarlos Ausrüstung erbeutet. Okay, dann nochmal ein weiteres Speicherchen und ich ärgere mich wirklich, dass die gute Libra hier nicht dabei sein konnte. Ist schade. Aber jetzt bin ich der Herr über die Untoten. Okay, natürlich nicht. Gut, Freunde, damit hätten wir auch diese Folge hinter uns gebracht. Wir haben herausgefunden, dass es nicht unsere liebste Libra ist, die den guten Lassalanti ermordet hat, sondern dass tatsächlich der Gestaltenwandler aus den Anfängen dieses Kapitels für die Untaten verantwortlich war. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge überbringen wir dann Tarant Alruhn die frohe Botschaft. Was meint ihr? Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge mit dabei, wenn wir Libra aus dem Knast holen. Ich hätte es ja am liebsten jetzt schon vor dem Kampf gemacht, aber ich habe da vergessen, etwas zu triggern. Tut mir leid, Asche auf mein Haupt. Ich werde das nächste Mal einfach auf Nummer sicher gehen. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich, eure Mondschatten.